Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Doch bevor wir auf den Inhalt zu sprechen kommen, Leute, erstmal kurz ein paar Informationen bzw. ein paar Dinge in eigener Sache. Denn ich weiß es selber, die letzten Wochen gab es nicht so viele Videos, Leute, doch das Ganze werde ich jetzt nachholen. Heute gibt's dieses Video hier, morgen gibt's das Spoiler-Video zu Kapitel 1068 und am Sonntag, Leute, beziehungsweise ich hoffe, ich schaff's wirklich bis Sonntag, gibt es den zweiten Teil zu meinem Video bzw. zu meiner Theorie, die Enthüllung von Renya Karasuma, Leute. Und ich sag euch schon mal eins, wenn ihr den ersten Teil mochtet, dann werdet ihr den zweiten Teil lieben. Von daher, Leute, schaltet da auf jeden Fall alle ein. Würde mich sehr freuen. Und damit würde ich sagen, genug gelabert, starten wir jetzt auch rein mit dem Video. Das heutige Video möchte ich dazu nutzen, eine kleine Spekulationsrunde mit euch zu machen. Bedeutet natürlich auch, es würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung bzw. eure Vorstellung zu dem Thema in die Kommentare schreiben könntet, denn das ist ein sehr spekulatives Thema. Ich würde es auch nicht Theorie nennen oder sonst was. Von daher gibt es hier die Chance natürlich sehr, sehr viel zu sagen, seine eigene Meinung hier einzubringen, weswegen es mich sehr, sehr freuen würde, wie gesagt, wenn ihr einen Kommentar schreiben könntet mit eurer Meinung zum Thema, denn ich möchte heute über eine wirklich mögliche und doch zugleich sehr wahrscheinliche Entwicklung in Detektiv Conan sprechen, in der Handlung von Detektiv Conan sprechen, denn es sollte einem jeden von uns klar sein, dass Conan gegen Ende von Detektiv Conan, gegen Finale von Detektiv Conan auf dem Visier der schwarzen Organisation auftauchen wird, dass die schwarze Organisation checken wird, wer Conan ist, dass die schwarze Organisation auch begreifen wird, dass Conan sein größter Gegner ist. Und wenn das passiert, wenn die herausfinden, dass dieses Kind eben ihr größter Gegner ist, da bin ich sehr, sehr darauf gespannt, wie Jin reagieren wird, denn wir wissen natürlich alle, Jin ist dafür verantwortlich, dass Shinichi Kudo zu Conan Edogawa wurde, beziehungsweise Jin ist generell für alles verantwortlich, was Conan danach getan hat. Und gerade ein Jin, der wirklich normalerweise so fehlerlos rüberkommt, der sich ja auch quasi warum beschwert hat bezüglich dem seinen Fehler von vor 17 Jahren, gerade der hat so einen großen Fehler zu verursachen damals im Tropical Land, wo er Shinichi Kudo nicht richtig getötet hat. Und wenn das passiert, Leute, dann wird es sehr, sehr spannend, es wird sehr, sehr heftig, wenn Jins Zorn auf Conan übergeht. Und ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus, dass wir dann noch so einen Aha-Moment von Jin bekommen, dass Jin so ein bisschen an die alten Zeiten denkt, beziehungsweise eben an die vergangenen Ereignisse und da eben auch checkt, Moment mal, Kinder, dieses Kind, doch nicht etwa, denn es gab einige Szenen in Bezug zur schwarzen Organisation, wo eben ein Kind eine entscheidende Rolle gespielt hat, beziehungsweise diese Vorfälle, die mit der schwarzen Organisation was zu tun hatten, da war immer ein Kind mit anwesend und dieses Kind war natürlich auch immer Conan Edogawa gewesen. Und wenn Jin das bemerkt, dann bin ich mal wirklich sehr darauf gespannt, denn ich hoffe, dass so ein Aha-Moment kommt, dass er sich eben so ein bisschen zurückerinnert an zum Beispiel den Itakura-Case, wo ja damals auch ein Kind aufgetaucht ist, beziehungsweise es war ja so gewesen, Conan hatte ja mit Wodka diesen Treffpunkt ausgemacht, eben an diesem Bahnhof, in diesem Schließfachraum, und Wodka wäre da ja fast auch auf die Falle von Conan reingefallen und ja, das Ganze wurde noch von Jin verhindert, glücklicherweise für die schwarze Organisation. Und hier war es sehr, sehr interessant, dass uns quasi auch gesagt worden ist, beziehungsweise es wurde hervorgehoben, ein Informant hat Wodka nämlich mitgeteilt, dass nur ein paar Besoffene und ein paar Penner oder sowas und eben ein Kind den Bahnhof betreten haben. Und hier war es dann ja sehr, sehr spannend, wie sich das Ganze ausgespielt hat. Jin und Wodka öffnen ein Schließfach nach dem anderen und Jin ist wirklich kurz davor, das finale Schließfach zu öffnen, wo Conan sich drin befindet, meint dann aber auch nur, hier könnte sich hier nur ein Kind drin verstecken und macht es dann wieder zu, obwohl das schon halb geöffnet hatte. Und diese Szene, die war krass. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, Jin kriegt so Flashbacks an diese Szene, an diesen Itakura-Case, an diesen Moment. Und dann denkt er sich so, fuck, hätte ich dieses Schließfach damals doch geöffnet, vielleicht war dieses Kind ja wirklich da drin. Und das wäre so heftig. Und wir müssen uns einfach mal hier vor Augen halten, das war nicht die einzige Szene, wo Conan quasi direkt vor der schwarzen Organisation stand, beziehungsweise direkten Kontakt zur schwarzen Organisation hatte. Denn auch im Black Impact Special stand Conan direkt vor der schwarzen Organisation, nämlich damals vor der Detektei Mori, wo er mit seinem Fußball die Scheibe zerschossen hat, um Kogoro zu retten. Denn Jin hat ja den Befehl gegeben, Kogoro Mori erschießen zu lassen. Doch das Ganze konnte Conan ja quasi kurz verhindern, bis Jin dann eben gesagt hat, knallt den ab und knallt das Kind einfach auch noch ab. Und das war schon crazy. Und hier frage ich mich auch, ob Jin vielleicht Conan auch gesehen hat. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant, gerade auch bezüglich dessen, falls er sich in ihrer Zukunft gegen Ende von Detektiv Conan daran erinnern sollte. Und Leute, wir hatten so eine ähnliche Szene nochmal. Und zwar im Room-Reveal-Case, wo Conan sich verkleidet hat, er hat seine Kapuze angezogen und war bei diesem FBI-Agenten, bei dieser FBI-Leiche. Und da meinte Jin auch wieder, ja, er schießt das Kind doch einfach. Und es muss doch irgendwann bei ihm mal so ein bisschen Klick machen, zumindest wenn eben dieser Plot aufkommt, dass die schwarze Organisation weiß, dass Conan eben ihr Feind ist, dass Conan das war. Dass Conan dieses Kind bei dem FBI-Agenten war, dass Conan das Kind vor der Detektei Mori war und dass Conan vielleicht möglicherweise das Kind damals beim Itakura-Case war. Und wenn das passiert, Leute, wenn dieser Aha-Moment von Jin kommt, dieser Zorn in ihm geweckt wird, dieser Zorn, er würde Conan auf jeden Fall sofort aus dem Weg räumen wollen, denn Conan ist
sein größter Fehler. Sein größter Fehler in seiner ganzen Laufbahn, seines Lebens ist es, Shinichi Kudo nicht richtig getötet zu haben. Und gerade Jin wird das sehr extrem nerven und ich bin wirklich mal sehr gespannt, was er dann tun wird, was dann passieren wird, denn Jin wird dann nicht mehr aufzuhalten sein. Jin wird ausrasten. Jin wird alle seine Möglichkeiten in Erwägung ziehen, um Shinichi aus dem Weg zu räumen, um seinen Fehler wieder wettzumachen und das wird crazy werden und ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass wir so einen Aha-Moment bekommen, dass wir so Jin sehen im Hintergrund da diese Szenen, so ein paar Panel halt so kleine, wo er sich dann daran erinnert und dann dieser Zorn in seinen Augen erweckt wird und wenn das passiert, Freunde, ich würde mich sehr freuen. Was ist eure Meinung dazu? Ich habe am Anfang gesagt, Spekulationsrunde, das ist alles hier sehr spekulativ. Wir reden hier über eine mögliche Entwicklung hinsichtlich des Finales, von daher, Leute, würde mich eure Meinung zu dem Thema sehr interessieren. Schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Eure Vorstellung zum Ende von Detektiv Conan, vielleicht zum Aufeinandertreffen von Jin und Conan, wenn Jin alles erfährt und so weiter. Hier gibt es sehr viel Spielraum und wie gesagt, mich würde es sehr interessieren, was ihr hierzu zu sagen habt. Und damit würde ich sagen, wäre es das jetzt auch von mir. Schaltet auf jeden Fall alle bei den Spoilern morgen rein und natürlich ganz wichtig beim Karasuma-Video, was kommen wird, denn das, Leute, wird sehr heftig werden. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, man hört sich, haut rein und ciao.